Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 76. wir haben heute einiges vor und zwar werden wir eine Atombombe starten. Ich weiß nicht, ob wir ein oder zwei Folgen dafür brauchen, aber das wird das große Finale. Hoffentlich. Mir geht es derzeit nicht so ganz so gut. Ich kann nicht so lange am PC sitzen, also ich kann allgemein nicht lang sitzen momentan. Aber ist alles soweit okay. wir werden deswegen heute einfach mal eine Atombombe starten. Oh Gott. Muss ich dafür den Server wechseln? Ich wechsle mal ganz kurz den Server. Da sind zwei Atombomben gelandet. Ich will auf Nummer sicher gehen. Okay. Hier scheint es safe zu sein. Gut, wir gehen mal zu einem Bunker. Alpha, Firebase Hancock, Außenposten Alpha, Erkundungslager Alpha. Wie sahen denn nochmal die Bunker aus? Firebase. War ich überhaupt beim letzten Mal in einem Bunker? Ich weiß es gar nicht. Das wirkt jetzt alles so ein bisschen seltsam. Hier ist so Firebase. The Thorn. Außenposten Alpha. Aber Alpha waren wir ja schon drin. Ich will irgendwo hingehen, wo ich noch nicht war. Hier oben war doch noch einer. Irgendwo hier. Da. Standort Bravo. Ah, das ist Standort Bravo. Und das ist Außenposten. Das ist verwirrend für mich. Standort Charlie. Wir gehen mal zu Standort Charlie. So, jetzt haben wir es. Jetzt haben wir nur Ort. Aua. Und hoffentlich schaffen wir es heute. Ich habe mir die Codes rausgesucht. Ich habe mir angeguckt, wie man die auch dekodiert. Das ist anscheinend doch irgendwo schon eine Wissenschaft für sich. Deswegen ist das, glaube ich, auch besser, wenn wir uns einfach die Codes schnappen. Und dann, ja. Schauen wir mal. So. Wie kommen wir rein? Und ich möchte erstmal Stefan. Wir haben ja. Ich habe die 10 mm noch gar nicht. Muss die 10 mm. Ja, mir wurde ein Tausch angeboten für die 10 mm von Fernier. Und ich weiß noch nicht, ob ich sie annehme. Weil ich meine, im Endeffekt machen wir jetzt eh eine Pause. Ich meine, wenn er sie tauschen will, weiß nicht, was sagt ihr? Soll ich sie tauschen gegen eine noch mächtigere 10 mm? Oder sagt ihr, Zero, find lieber deine eigenen Sachen? Wir machen das einfach so, dass ich euch frage. Weil ich tendiere immer dazu, eigentlich meine eigenen Sachen zu finden. So. Hallo. Ja, es ist natürlich laut, ne? Kann man nichts gegen sagen. Aber sie ist mächtig. Und ich habe unendlich Munition dafür. Und ich glaube, gegen Roboter dürfte das eigentlich ganz gut sein. Wobei, ich will ja eigentlich den Schleichschaden haben. Nein! Okay. Schleichschaden ist schon weg. Er hat mich aber noch nicht bemerkt. Alle um dich herum explodieren Kugeln. Wie merkst du das nicht, Junge? Das hast du verdient. Wenn das nicht merkt. Stell dir vor, ihr lauft durch den Park, weißt du, und um euch herum explodieren Bomben. Und ihr denkt euch, oh, netter Tag heute. Ich sollte mich irgendwo hier in die Wiesen legen. Oh, Wasser ist gut. So, hier rein, ne? Adieu! Viel Spaß hier, Idioten. Abriegelung der Anlage läuft. Bitte bis zum Abschluss der Abriegelung warten. Was? Check ich's jetzt nicht oder check ich's nicht? Wir gehen mal zu Standort Bravo. Abriegelung?
Ich hab noch nie eine Atombombe gezündet. Ich weiß, dass wir einmal in einem Bunker waren, bis zum Schluss gegangen sind und da war irgendwie alles zu. Was irgendwie ärgerlich war. Na gut, wir hatten noch keine Codes. Ich meine, wir haben jetzt auch keine Codes. Aber wir haben den aus dem Internet. Wasser? Wasser. Zugang verweigert. Ach komm! Abriegelung der Anlage läuft. Hier ist doch überhaupt keine. Bis zum Abschluss der Abriegelung warten. Hier ist doch überhaupt keine Atombombe. Haben wir nicht gerade auf die Map geguckt und gesehen, dass da nichts ist? Oh, eine andere Uhrzeit. Oder ist es jetzt plötzlich dunkel geworden? Haben wir es geschafft, einen anderen Server zu finden? Ah! Ich bin drin! Au! Fuck! Sorry. Ich hab mir mein... Es ist so viel passiert. Ah, irgendwie ist mein Knöchel verletzt. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Keine Ahnung. Aktiviere Sicherheitssystem Alpha. So, aber ich bin erst heute um 17 Uhr beim Arzt. Also, das war eine Horrorwoche. Ich war im Krankenhaus. Die konnten mir da irgendwie nichts sagen. Die haben mir alle Diagnosen und so weiter gemacht. Blut abgezapft. Ich hasse das. Oh, jetzt tut mein Fuß weh. Oh, scheiße. EKG gemacht. Nichts gefunden. Ja, toll. Nein! Lass doch nach! Was? Mission? Okay. Weg mit dir. Finde einen Weg am Laserfeld vorbei. Countdown, bravo. Ah, scheiße. Ah, toll, jetzt tut mir Fuß wieder weh. Oh Mann, so eine dreckige Scheiße. Es tut mir leid, dass ich fluche, aber es ist ätzend. Ja, ist doch gut! Ist doch verdammt nochmal gut! Halt den Mund. Nein! Wo bist du? Ich schwör's dir, ich poliere dir die Fresse. Geil. Ich bin jetzt aggro, es tut mir leid. Ah, guck mal. Ah, Stufe 14. Hier, komm. Weg mit dir. Ah. Oh, der Schmerz macht mich aggro. Ah. Ah, geschützte Umsteuerung. Ich drück gerade auf die Stelle, deswegen. Deaktivieren, ja, bitte. Oh. Ja, komm, weiter. Es ist früh am Morgen. Die Server müssten stabil sein, also komm. Ich will sie nicht aktivieren, nein. So. Sicherheitsstation Alpha. Okay. Steuerung. Status Error, ja, geil. Allgemein? Wahrscheinlich muss ich mir das durchlesen, um herauszufinden, was ich machen muss. Wieso ist das jetzt offen? Ich hab doch eine ID-Card, oder? Hierfür eine biometrische ID-Card. Oh, wenn ich mich nur erinnern könnte, was ich das letzte Mal gemacht habe. Und hier kann ich ja nicht durch. Auch wenn es gerade lila war. Okay, Erkennung. Ist das die Zeit? Oh, ich bin irgendwie stehen geblieben. Okay, wie war das noch gleich? Hier war der Eingang. Wir gehen hier zum PC. Ich war ja. Wir gehen hier zum PC. So, Herstellung. Okay, fehlende Komponenten. Alles klar, wir gehen hier rein und ballern die hier erstmal weg. Oh Gott, die sind ja... Huch! Das sind mehr, als ich gedacht habe.
Die 10mm ist leider nur zum Einschleichen gut. Jetzt weg mit dir. Wie die. Die anderen haben das nicht bemerkt? Achso, du bist noch Level 8. Du bist ja Mr. Handy. Oh mein Gott. Ich habe es geschafft. Ich habe ein Mr. Handy gefunden. Okay. Haben wir schon? Gut, wir könnten Fenator benutzen, oder Stefan? Ich glaube, Stefan ist ganz gut. Der ist Stufe 8. Okay, wir hatten doch noch einen. Wir haben zu viele Waffen. Wir hatten doch... Oder habe ich den weggelegt? Ach, den haben wir auch noch. Oh. Ach, der ist Stufe 10. Oh, das merke ich gerade erst. Wisst ihr noch, wie ich mich gefreut habe über diese hübsche Waffe? Jetzt freue ich mich nicht mehr. Da, das Jagdgewehr. Jawohl. Maul halten da oben. Ich hab zu tun. Muss herausfinden, wie ich komische ID-Card bekomme. Das sind Hanteln, oder? Die kann ich auch mitnehmen. Könnte ich mitnehmen, aber dann wiege ich wieder zu viel. Hallo, Mr. Handys? Ups. Mich angucken wird mich leider nicht töten, es tut mir leid. Aber ich liebe diese Waffe jetzt schon. Ich kann einfach so schnell schießen, guckt euch an! Okay. Oh. Vielleicht doch nicht so schnell, hä? Kam mir das beim letzten Mal wie schneller vor? Kann das sein? Erhöhte Feuerrate, ja gut. Ist ja gut. Das letzte Mal, als wir sie benutzt haben, ging sie auch recht schnell. Aber es lag daran, weil ich wahrscheinlich eine lange Zeit so ein Repetiergewehr benutzt habe. Und, oh! Und, dann kommt es einem schnell vor. Wenn man dann eine 10mm benutzt hat, die natürlich schnell schießt. Und dann das Ding, ne, ist was anderes. So. Ich habe eine alte biometrische Karte. Guck mal. Okay. Wie entfernt? Achso, Leere hinzugefügt. Ah. Okay, wir lesen uns das mal durch, Betriebshinweise. So. Das erweiterte Biometrie-Identifikationssystem EBIS ist für die Authentifizierung von Militärpersonal in Einrichtungen mit Sicherheitsfreigabe Klasse 6 zuständig. Für die Herstellung einer EBIS-ID-Karte ist Folgendes notwendig. Erstens, die verschlüsselten biometrischen Daten des Nutzers aus dem EBIS-Biometrie-Scanner. Zweitens, eine leere biometrische Identifikationskarte. Alte oder nicht funktionierte Karten können im Kartenlöscher des Scanners gelöscht werden. Nach Herstellung müssen alle EBIS-ID-Karten in den entsprechenden Sicherheitssystemen registriert werden. Wenden Sie sich für Hilfe an Ihren Sicherheitsmitarbeiter. Okay. So, wir haben ja schon die Karte. Das ist schon mal ein Anfang. So. Dann setzen wir uns hier rein und lassen uns mal unsere Vorhaut scannen. So. Also ich meine, die Haut, die wir hier haben. Die vordere Haut. Nicht die Vorhaut. Die Vorhaut könnte man natürlich auch scannen. Stufe 1 Sicherheitsereignis entkommen. Bin ich jetzt rausgegangen? Achso, jetzt. Okay. Okay, jetzt haben wir es. So. Geben Sie sich zu erkennen, Eindringling. Okay. Tu einfach mal so, als hätte der erste Schuss gesessen. So. Dann lass uns mal eine herstellen. So, und jetzt registrieren wir den Schüssel. So, achso, nein. No, da will ich nicht ran. Ich will meine Karte hier reinstecken. So, Vorhaut akzeptiert. Registrierung durchgeführt. Sicherheitsvorfall beigelegt. Kampfbereitschaft aufgehoben. Ja, Marsch. Kampfbereitschaft aufgehoben. Ich weiß ganz genau, dass sie nicht aufgehoben ist. Die werden mich gleich sowas von zertrümmern.
Keine Schlüsselkarte erkannt. Für den Start werden eine Atomraketen-Schlüsselkarte und ein Startcode benötigt. Oh mein Gott, ich hab's vergessen. Aber wir haben da oben eine Kiste. Alles gut, alles gut. Jetzt kann ich wieder hochgehen. Wehe, ich muss den Schlüssel nochmal machen. Ich weiß, dass wir mindestens noch eine bei uns drinne haben. Ganz vergessen. Man kann ja nicht einfach so reingehen und einen Code eingeben. Man muss ja erstmal vorher die Startcode-Schlüsselkarte haben. Hat es vielleicht damals daran gescheitert, dass wir die nicht dabei hatten? Ja, das wäre ärgerlich. Das wäre sehr ärgerlich. So. Es ist die versteckte Aufseherin. Ja, Ghoul. Ghoul. Cool. Ja, Mann. Dann geht. Was liegt denn da? Wieso liegt hier Brandbestien, DNS? Okay, alles easy, alles gut. Gehen wir mal dahin. So, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass wir noch eine hier drin hatten. Was unter dem Versus? Ein Holos? Raketensilo-Status, Holoband. Ja, das ist es nicht. Notizen? Ach komm, sag mir nicht, ich hab die nicht mehr. Muss ich jetzt noch eine organisieren? Nee, oder? Ach komm, Spiel. Nee, 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 nee. Habe ich die verkauft? Ich glaube, ich habe die verkauft. Oh nein. Ah, es ist ärgerlich. Ich kann kotzen. Und der Schrott wird es höchstwahrscheinlich nicht sein. Ja, gut, ist jetzt blöd. Ich meine, hier kann ich sie ja nicht haben. Ich glaube, ich habe sie verkauft. Ich glaube ernsthaft, dass ich sie verkauft habe, Leute. Achso, ich habe sie mitgenommen. Ich will sie nicht verkauft haben. Unter Mods wird sie höchstwahrscheinlich nicht sein. Ja gut, dann organisieren wir uns halt eine neue. Organisieren wir uns halt eine neue. Geilo. Okay. Okay, wir müssen zurück nach White Springs. White Springs, wo bist du? Da. Nee, ist Morgentown. Da. White Springs Bunker.
Weil die bleibt doch eigentlich erhalten, oder nicht? Und ich hab... Bin ich jetzt blöd? Oder bleibt die nicht erhalten? Leute, schreibt mir bitte in die Kommentare, dass sie nicht erhalten bleibt. Auch wenn sie erhalten bleibt, schreibt es bitte. Dann kann ich mir sicher sein, dass ich keinen Fehler gemacht habe. Fehler sind dumm. Und ich bin nicht dumm. Alles klar, wir sehen uns gleich, wenn ich da am PC bin und dann mich einen Keks freue. So Leute, ich hab's angefordert. Der fliegt jetzt hier durch die Gegend und den knallen wir jetzt ab vom Himmel. Dann sichern wir uns die Schlüsselkarte. So sieht's aus. Das ist der Plan. Dass ich die nicht mehr habe, ey. Das ist ja ärgerlich. Echt ärgerlich. Die hatte ich eine Zeit lang, ne? Ich glaube ehrlich, ich dachte mir, hey, das dauert eh noch eine Ewigkeit. Ich verkaufe das Ding einfach für ein paar Tausender. Und dann wurde er auch gekauft. Irgendwer war so dumm. Ich dachte sich, oh, ho, ho, was ist das denn so Tolles? Kaboom. Kaboom. Alter, ich kaboom dich. Komm, Vernator. Zeig, was du drauf hast. Es flüchtet. Es ist dumm. Ja, komm. Genau so bleiben. Genau so bleiben. So will ich dich. Ich habe ziemlich viele Feinde auf dem Radar, ich weiß. Aber es ist mir egal, der steht hier gerade sehr günstig. Der dachte sich, ja gut, Zero, du brauchst eine Karte, ich gebe dir eine. Geht weg! Oh, ab! Ich habe alles, was ich wollte. Jetzt kriegt ihr die Dröhnung, ey. Ja, jetzt kriegt ihr die Dröhnung! Ja, ich weiß, ihr habt's mitbekommen. Oh, legendär. Cool. Dankeschön. Gucken wir gleich nach. Bevor ihr mir das irgendjemand wegschnappt, sichere ich mir das. Oh Gott, nein, was willst du denn? Geh weg. Was geht mit euch ab? Oh, Schatzkarte. Nehme ich. Junge! Tötet mich nicht. Bitte. Ich will doch einfach nur diesen Scheiß haben, okay? Danke. Nicht autorisierter Zugriff auf gesicherten Transportcontainer. Starte Selbstzerstörungs-Countdown im Rahmen des Dropkick-Protokolls. Viel Spaß. Detonation in 5 Minuten. 5 Minuten? Okay, gucken wir mal, was für eine Kleidung wir bekommen haben. So, ein Stern, geil. Oh, cool, das ist wunderschön. Weißt du was? Wir machen heute extra eine lange Folge, weil die letzten Tage kam ja nicht so viel. Aus gesundheitlichen Gründen. Ich habe es versucht, die letzte Folge, die ich aufgenommen habe, von Fallout, da ging es mir schon nicht gut. Habt ihr schon gemerkt, da war ich schon ziemlich desorientiert. Deswegen habe ich es gelassen. Es geht mir jetzt mittlerweile ein bisschen besser. Vor allem morgens geht es mir ganz gut. Je später der Abend, umso schlimmer wird es. Aber momentan geht es mir noch ganz gut. Aber ich muss sagen, ich sitze echt schon hier lange. Das letzte Mal, da ist es nach 10 Minuten, ist mir völlig der Kopf explodiert. So, letzte Amtshandlung für heute. Legendäre Sachen verkaufen, die wir nicht benötigen. Und eventuell, ich bezweifle stark, dass wir dann wieder 100 Dinger haben, aber ich weiß ja nicht, wie viele Punkte wir haben. So. Der Revolver. Hau rein, Digga. So, du kannst weg. Linkes Bein. Bist du?
Ja, cool. Ich habe das Spiel zum Abstürzen gebracht. Ah, doch nicht. Rechter Arm. Rechtes Bein, linkes Bein. Das wollte ich wissen. Nicht, dass ich den hier aus Versehen anhatte. So. Ah, ich habe 35 Punkte. Ja, gut, das. Das reicht wohl nicht. Verkauf für die 10 mm. Nee, nee, nee. Gut, Leute, ich mache jetzt ein kleines Päuschen, damit ich gleich wieder fit bin. Wir sehen uns zu einer neuen Folge in der nächsten Folge wieder. Klingt logisch. Haut rein, euer Zero. Tschüss.